Jo Leute, Item Factory, was geht? Herzlich willkommen zum 73. Homeworkout aus der Factory mit Sarah. Hi. Und Coach hinter der Kamera. Heute wird's lustig. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club. Es wird immer lustig bei uns, deswegen sind wir auch. Was wir machen, wir fangen an mit einem E-Mom für den Kraftteil. Mal heute mal eine Neuübung dabei, die ihr vielleicht so noch nicht kennt, aber euch definitiv weiterbringt, wenn ihr sie gut und regelmäßig macht. Und das andere, unser Workout heute wird Death by Burpees sein. Wem das vielleicht schon ein Begriff ist, kann schon drauf freuen. Wem es noch kein Begriff ist, der wird es gleich erfahren. Unser E-Mom heute sieht vor, 5 Runden mit jeweils 4 Übungen. Zu den Übungen kommen wir jetzt. In der ersten Minute machen wir Archer, Push-Up, Bottom Hold. Auf den Knien. So, wir gehen in die Position. Die Arme viel weiter als schulterbreit. Die Hände zeigen nicht nach vorne, sondern nach außen. Jetzt lehnen wir uns auf die eine Seite rüber. Gehen runter. Gucken zum langen Arm und halten in der Position 30 Sekunden. Wir versuchen, Druck auf der Hand zu halten und die Spannung in der Schulter müssten wir hier spüren. In der zweiten Minute machen wir das dann auf der anderen Seite. Wir versuchen, gehen nochmal runter, den Arm hier schön lang und gestreckt zu halten, dass die Spannung hier vorne ist. Hier wird er auch merken, dass er hier drücken muss, um schön in der Position halten zu können. Wir sind auf den Knien. Wer es auf den Füßen kennt und kann, kann es ja gerne auf den Füßen machen, aber das erfordert. So, haben wir die ersten 3 Minuten schon abgefrühstückt. Also, erste Minute links, 30 Sekunden, Archer, Push-Up, Bottom Hold, in der zweiten Minute auf der rechten Seite. Danach kommen 3 Tempo-Squats. Tempo-Squats mit Gewicht. Gehen in die Front-Rack-Position, wie Sarah jetzt schon hat. Und jetzt haben wir 3 Zeitintervalle. Das heißt, wir gehen 5 Sekunden lang von der stehenden Position in unsere tiefste Position. Jetzt halten wir diese Position 5 Sekunden, 3, 4, 5 und gehen 5 Sekunden lang wieder hoch. Das machen wir 3-mal. Also 5 Sekunden lang gehen wir runter, halten dann 5 Sekunden und gehen 5 Sekunden lang hoch. Das Gewicht könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr ein schweres, leichteres nehmt, wie es sich gut anfühlt. Das machen wir in der 3. Minute. In der 4. Minute machen wir negative Lunges. Warum negativ? Weil wir jetzt mit dem vorderen Fuß eine Erhöhung haben. Wir machen Backlunges, das heißt, wir gehen zurück und drücken uns wieder raus. Nach der anderen Seite. Langsam runter und wieder aufstehen. Haben wir natürlich, dadurch, dass wir eine erhöhte Position haben, mehr Spannung oben im Oberschenkel. Und davon machen wir 5 links und 5 rechts. Und irgendwelche Bücher aus eurem Bücherregal unterlegen. Genau, oder ihr habt daheim Blades. Von der Höhe, guckt, wie es euch passt. Wenn es zu hoch ist und die Belastung zu hoch für euch ist, nimmt ein bisschen Höhe runter oder ein bisschen hoch. Das war unser Kraftteil für heute. Wie gesagt, 4 Übungen, 5 Runden lang, als E-Mom. So, wer kennt Death by Burpees? Meldet sich mal kurz. Ich. Ah, gut. Debbie, schön. Death by Burpees ist auch ein E-Mom. Und zwar besteht das nur aus Burpees. Wir haben es zum Schluss noch, kommt noch was, ein kleines Schmankerl dazu. Aber wir fangen an, in der ersten Minute machen wir ein Burpee. In der zweiten Minute machen wir 2 Burpees. In der dritten Minute 3. Und so weiter und so fort, bis wir irgendwann bei dem Punkt sind, dass wir zum Beispiel in Runde 16 keine 16 Burpees mehr schaffen. Das heißt, euer Score wäre 15. Runde plus 15, weil ihr den 16 nicht mehr geschafft habt. Das war euer Score. Dann, ein bisschen Kopf dabei, rechnet ihr alle Burpees zusammen, die ihr gemacht habt. Den ersten aus der ersten Runde, die 2 aus der zweiten Runde, hättet ihr schon 3, plus die 3 aus der dritten Runde, wären 6. Rechnet ihr komplett zusammen die Anzahl an Burpees, die ihr gemacht habt. Und die Anzahl nehmt ihr und macht zum Schluss, so schnell wie es geht, Leg Raises. Sarah, zeig uns mal schöne Leg Raises. Anzahl zum Beispiel, habt ihr jetzt 100 Burpees insgesamt gemacht und macht jetzt davon die Anzahl, die ihr auch an Burpees gemacht habt. Zum Beispiel 100 Stück. So schnell wie es geht, teilt euch ein und das ist euer zweiter Score. Die Leute, die viel machen, müssen am Ende auch mehr machen. So ist es manchmal im Leben. Guten müssen hinten raus auch nochmal Gutes tun. Sarah, hast du noch was? Nein. Ich würde sagen, das wäre es für heute.
Nummer 73, es ist Donnerstag, der sogenannte Vize-Freitag. Und habt viel Spaß, kommt in Zoom-Call. Bei dem Zoom-Call macht es sehr viel Spaß. Donnerstagmorgen, 6 Uhr, ich bin dabei. Und das wär's von meiner Seite aus. Also Team Factory, habt einen schönen Abend, bleibt gesund. Bis morgen. Und wiederschauen. Und reingehauen.